Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Half-Life 1. So, von hier kamen wir her. Wir waren hier stehen geblieben, dass das Barnacle uns hochgezogen hat. Nein, wir sind jetzt hier durch den Black Mesa Komplex schon ein bisschen durchgegangen. Wir sind gerade hier im Bürokomplex und verlassen diese Area langsam. So, hier, Wissenschaftler, komm mit uns. Soldaten kommen und wollen uns retten. Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Und ja. Komm mit. Da oben ist eine Selbstschussanlage. Jetzt komm mit. Ja, man merkt schon, die Selbstschussanlage ist ein bisschen brutal. Ja, das war jetzt sehr unnötig. Ach, guck mal, was die können. Ja, das reicht bei diesen Zombies schon. Natürlich werden mit der Zeit auch noch schwierigere Gegner kommen. Oh! Nein, das war gar nicht gut. Egal, das muss ich auch mal ein bisschen... Hallo, da ist auch schon wieder ein Medikit-Automaten. Ein Leben-Automaten. Ja, die wollen uns retten, die Truppen, ganz sicher. Also, Soldaten wollen uns retten, das klingt doch eigentlich ganz gut. Schauen wir den mal über die Schulter, mal gucken, was er da macht. Sieht interessant aus. Tschüss. Ja. Oh. Zwei Schüsse brauchen wir jeweils. Hallo, geh kaputt. Meine Güte, jetzt geht doch mal hier kaputt. So, ich hab schon wieder so, Ich müsste eigentlich gerade spucken, aber unwichtig gerade. So, hier ist es dunkel. So, mal gucken, wo wir hier auch rauskommen. Loading. Na? Ihr Netten? Haha, so läuft das. So. Ach, jetzt sind wir in dieser beschissenen Kühlkammer. Darauf habe ich keine Lust. Gehen wir noch mal kurz zurück. Wo ging es noch mal weiter? Saved. Da oben müsste es doch eigentlich weitergehen, na? Ach ja, genau, hier geht's. Ja, jetzt müssen wir einen riesigen Umweg machen, um da hinzukommen. Schon ein bisschen doof teils. So, gehen wir in die Kühlkammer. So schlimm ist es jetzt auch nicht, aber es ist unübersichtlicher. So. Oh. Huch. Nee, das lassen wir mal alles hier offen. Oh. Sieht ja interessant aus, das Viech. Was zum? Haha. Ist schon lustig, ne? So. Lecker Fleisch. Ich habe das Fleisch war aber nicht zum Verzehren gedacht. Ich denke ich mal eher weniger. Ich habe das zwar eher für Experimente gedacht. So. Schön das ganze Fleisch. Kaputt machen. Ey. Oh. Na, du komm her, du Altes. Na, komm her. Ja, die heulen rum, wenn man sie getötet. Das ist richtig so. So, jetzt müssen wir diese Plattform aktivieren, weil die sehr schön ist. So, das habe ich schon mal gemacht, weil da müssen wir gleich rauf.
Und ich habe das schon so ein bisschen vorbereitet. So, sonst passieren gleich unschöne Sachen. Das möchte ich auch nicht. Hey, los. Ja. Ja, das war richtig so alles. Speichern. Das muss ich öfter machen. Definitiv. So, wir warten jetzt, bis die unsere Fahrgelegenheit hier auftaucht. Ne? Ja, jetzt müssen wir einmal hier mitfahren, weil das geht nicht so. Oder nee, wir müssen. Hey, 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 hey! Okay. Ich merke schon. Eigentlich hätten wir zerquetscht werden müssen, aber das war wohl nicht eingeplant in dem Spiel. Na dann. Ah! Oh Mann, ich bestelle mich auch doof an, ne? Ey! Hallo? Ja, ich stelle mich ein bisschen zu dumm an gerade, oder? Jetzt mal im Ernst. Daraufhin erstmal das Fleisch kaputt schießen. Geht nicht. Ey! Ey, das ist doch zum Kotzen. Das schaffe ich doch sonst auch immer ohne Probleme. Ey! Ne, das geht nicht. Ich keine Ahnung, sonst habe ich das immer hinbekommen sofort. Ja, das ist, wenn man redet, dann kann man sich nicht konzentrieren bei. So, jetzt stelle ich mich hier an. Und sobald das. So, ich drücke schon mal nach rechts. So, geht doch. So, das Licht sollten wir anbehalten, ja. Ja, ja, das war klar. Ich habe mich gerade erschrocken. So. Ja, so fies sind die im Spiel hier auch. Die wollen einen auch erschrecken zum Teil. Und uns geht die Munition, naja, die wird nicht, geht nicht alle, aber die wird doch beschränkt sich ziemlich gerade. Hm. Ach, guck mal, hier können ein paar Barnacles klatschen. So. Oh, ist ja schön hier. Ist ja wunderbar hier. So. Und da gibt's sowas. Na komm, dich wollen wir auch noch klatschen. So, wir wollen aber hier hoch. Genau, da oben wollen wir hin. Wie machen wir das? Wie stellen wir das an? Wir gehen hier diese Leiter hoch. Ja. Also wir gehen diese Leiter hoch, gehen hier lang und... Ey. Ey. So, so macht man das. So. Und so haben wir die Sache geklärt. Hier geht's nix, da ist auch nix. So. So, hier ist es sehr komisch. Hier könnten überall Head... Ja. Au. Das verwirrt einen, wenn man das Licht so macht. So. Ach du Scheiße. Ich hafte für nichts. Ladezone in der Röhre. Ja, man. So. Oh. Hallo, Professor. Guck mal. Hey, mach mal was. Ich bin völlig unbewaffnet, ne? Du musst es klären für mich. Gut gemacht. Guck mal, was jetzt mit deinem Freund macht. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht so, aber ja. Dann klärt das schon Professor auf uns. So, diesen ganzen Scheiß Umweg haben wir nur gemacht, um... Hallo, gemacht Platz, du Spinner! Genau, so. Hier, das kennen wir ja, ne? Nur um diese, damit diese Tür aufgeht. So, du Professor, du... Ja, das hat er verdient einfach, weil wir so einen scheiß Umweg deswegen machen mussten. So, jetzt sind wir wieder hier. Das sieht überall so... Ey, diese Treppenhäuser sehen auch überall gleich aus, so. Ach, ich möchte meine Lohnerhöhung, ne? Nur so zur Info, ne? Gut, ein Schluck trinken musste gerade sein. Ach, ja, hier ist es ja auch nicht. Hey, kommt her, ihr Leckeren. Ha, jetzt kriegt er mich nicht mehr, ne? Ja, da guckst du doof, ne? Du hörst etwas. Ich sehe auch etwas, siehst du, weißt du? Komm mit.
You won't even know I'm here. Ey, komm, komm, komm mit. Ey, jetzt komm doch mal mit mir. So. Danke, Zombies. Ja, ich arbeite mit den Zombies zusammen. Dafür lasse ich den Zombie auch mal leben. Und muss hier ranspringen. Oh. Ey. Ja, der fällt gleich runter. Wir müssen sofort was unternehmen. Ja, das war, hat sich ja doch auch erledigt. So. Oh. Ja. Und genauso enden wir auch. So, jetzt müssen wir hier rein. Oh, ist ja schön dunkel hier. So, saved. Oh, ja gut. Ach ja, hier, jetzt kommt das Beschissenes. So, jetzt kommt wieder so eine Scheißstelle, wo wir so einen Scheißumweg machen, nur müssen, um hier reinzukommen. Oh. Ja, der ist auch doof und rennt in die Mine, ey. Das ist doch... Ja, jetzt... Bald machen wir auch Bekanntschaft mit Minen und automatischen Geschützsystemen, nicht? So, machen wir mal hier Feuerschutztür, ne? Ja, genau hier geht's los. Kann man das irgendwie deaktivieren, den Mist? Nein, kann man nicht. Man kann auch durchlaufen, aber das gibt ein kleines Problem, wenn wir durchlaufen. Ey, lasst mich in Ruhe. Und wir haben eine neue Waffe, eine M4. Ey. Ja, die KI hier von den Gegnern ist sehr außergewöhnlich. So kann man die Dinger kaputt machen, aber es ist doch kompliziert. Dieses Fass bitte nicht... So, das bitte nicht so machen. Das ist sonst doof. So, ich mache aber einen neuen... Hey. Na? Komm her. So. Ja, die teleportieren sich auch einfach hier so hin. So, Feuerschutztür. So. Was passiert, wenn wir hier reinlaufen? Tod. Tod. Ja. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Oh. Nein, so auch nicht. So. Oh. Das geht auch. Nehmen wir mal die neue Waffe. Die hat sehr viel Rückstoß, die Waffe. Also ich kann damit nicht sowas machen. Sowas geht einfach nicht. Die ist einfach nur für sowas gut. Und für sowas. Hey. So, das war gerade ein Lag. Ein toller Lag. Ein Fuß, also ein Bein, ne? Ja, sowas geht auch immer, ne? Aber hat sich nicht... Ja. Oh nein. Nein, das machen wir anders. Oh. Ey, die sind auch echt schussgenau, die Viecher, ne? So, das klären wir anders. Hier wieder Feuer, ne, machen, genau. So. Los, sterben. Solange wir dies nicht über das Laser kommen, aktivieren wir die Dinger auch nicht. So, und schön hier rüber. Da kommen wir auch noch irgendwie hin. Das dauert aber noch mal lang. Das zählt auch für Gegner. Ey. Das zählt auch für Gegner, wenn die hier rüberkommen, ne? So, da können wir es auch natürlich so klären, ne? Oh, fuck. Egal. Die Feuerschutztür ist eh zu, von daher. Von daher. So, hier kann schnell sowas passieren. Weil Wasser ist rutschig hier in dem Spiel. Das ist Schmierseife. So. Und fuck.
Fuck. Und die Tür zu machen, so. Ja, das ist ein bisschen gefährlich mit das jetzt. Also das ist so eine Stelle von dem Spiel, die ich nicht so gern mag hier. Weil das ein bisschen komplett tricky ist, ne? So. So, jetzt kann uns der ganze Scheiß machen. Oh, und was hören wir da? Wir hören Funksprüche. So, und Schrotflintenmunition bekommen wir auch mal wieder. Ja, die Schrotflinte benutzen wir mal ein bisschen, ne? Na, die Waffe ist auch voll. Naja, nicht ganz. So, wir kriegen doch schon langsam ein schönes... Oh! Ja, das sind die Soldaten. Genau so sind die nämlich drauf. Auch gegenüber uns. Und die halten auch noch viel zu viel aus. Wohlgemerkt, das waren jetzt drei Doppelschüsse, ne? Okay, das war aber auch schlecht getroffen, muss ich sagen. Aber trotzdem. Fahren wir mit dem Aufzug. Saved. Jetzt kommen die Teile mit den Soldaten. Ja, die sind sehr schön. Hm. Die Soldaten sind sehr schön drauf gegenüber uns. Aber warum sind die so schlecht drauf gegenüber zu uns? Das ist auch komisch. Okay, das war jetzt zum Beispiel ein One-Hit. Das geht auch bei den Soldaten. Da müssen aber beide Schläuche im Kopf treffen. Oder? Was machst du denn da? Ja, die halten ein bisschen zu viel aus. Oh. Ja, geh kaputt. Oh. Na super. Oh. Nee. Ist keine Granate. Die werfen auch Granaten, die Dinger, die Leute, ne? Hier haben wir so eine Aufladestation für Schild. Also für das, für die Anzugsenergie. Ist ja praktisch, ne? So. Ist ja auch schön, ne? So, das hier nicht machen, bitte. Man hat gesehen, wir hatten 100-100 und das war so schnell vorbei. Barnacles, oh ja, das ist ja schön hier. Oh, jetzt kommt eine richtig schöne Stelle. Nein, das machen wir so. Ah ja, diese Minendinger, ne? Kann man auch so wegmachen. So kann man das dann klären. Ach, halt die Klappe. Mach Platz. Nein, das hätten wir auch geschickter machen können. Oh, nein, das hätte auch geschickter sein können. Ich bin am Perfektionist in sowas. Nein, oder wir gehen den ungefährlicheren Weg. Ja, es gibt einen ungefährlicheren Weg. Der dauert aber auch länger, ne? Oh! Hallo, kommt doch mal hier vorbei. Kommt doch mal rüber. Ich glaube, das hat sich erstmal erledigt. So. So, hier müssen wir durchrennen, weil das Laufband geht natürlich in die andere Richtung. Ne? So, hier schön alles, ne? Hier alles ausräumen. Hier gibt es auch wieder Stationen. Also hier wird man zu bombardiert mit diesen Heilstationen. So. Hey, geh. Speichern möchte ich bitte. So. So, dann gucken wir mal, ne? Das, hier oben müssten eigentlich auch Soldaten sein. Ja, hier sind auch Soldaten. Ha, das hat sich gerade sehr gut angeboten. Ja, du hast es verdient.
Und auch gar nicht anders. Ach so, das ist ja schon voll. So, hier möchte ich bitte nicht gern hin, ne? Oh. Oder können wir das so klären? Oh, fuck. Gut, jetzt sind wir auch wieder hier, aber wir haben es ein bisschen besser. Und hier geht jetzt völlig die Party ab. Ja, die laufen hier überall amok. Oh, ja, die wirft... Ey, wir werfen die bitte die Granaten, sind ja... Ja, das klappt ja echt super. Die Pistole ist im Moment noch die genaueste Waffe, die wir haben. Ja, es klingt lustig, aber ist so. Oh, fuck. Ja, der wird uns eh nicht treffen mit seiner ungenauen Scheißwaffe da. So, so geht das doch wunderbar. Na, die Soldaten sind ein bisschen zäh, ne? Hallo? So. Wollte ich auch mal gerade sagen. Hier natürlich Munition, das wollen wir uns auch nicht vorenthalten. Und die Schrotflintenmunition geht auch langsam dem höchsten Stand zu. So. Nee, nee, du. Lassen wir mal sein heute. So. So einfach kann man die killen. Ja, den lasse ich jetzt mal. So, unsere Aufgabe ist es jetzt eben halt, hier irgendwie rauszukommen aus dieser ganzen Deckmeter-Station. Und das hier alles aufzahlen. Erstmal müssen wir hier überleben, das ist das Wichtigste. Ich glaube, ich bin hier falsch, oder? Ich bin falsch hier. So, dann gehen wir hier nicht lang. Hä, das kommt mir auch ein bisschen bekannt vor hier, der ganze Mist. Wo ging es denn jetzt nochmal weiter? Da unten, oder wie? Nee. Oh. So, letzte Granate für sowas verschwenden. Ach ja, genau. Feuertür. Wo bin ich letztes Mal hier weitergekommen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Naja, unwichtig gerade. Wir müssen jetzt erstmal hier... Ich würde gerne nochmal so eine Aufladestation finden. Da gab es doch vorhin so viele hier. Ey, geh hoch. Wo möchte ich gerade hin? Das ist auch so eine Frage. Ah gut, hier ist wieder eine Aufladestation. Das ist ja schön. Ja, ich krieg langsam so ein Pappmaul, weil ich habe jetzt drei Aufnahmen hintereinander gemacht. Drei Parts. Aber es macht Spaß. Darum spiele ich ja auch dieses Spiel. Wäre irgendwie unlogisch, wenn ich was spiele, was mir keinen Spaß macht. So, wo ging es denn hier nochmal lang? Warte. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich lang muss. Habe ich ganz vergessen. Ich glaube, da vorne. Ach, genau, hier. Oh, jetzt kommt eine Scheißstelle. Gleich kommt eine Kackstelle, sage ich euch jetzt. Ganz böse ist es hier. Wenn wir mit diesem Aufzug oben sind, wird es richtig dreckig. Aber wir haben gut Leben, das habe ich sonst nie gehabt. Mal sehen. Man hört schon Helikopter, aber mit dem Heli gegen den Helikopter müssen wir nicht kämpfen. Aber es wird trotzdem fies. Kommt her! Oh. Wir sind jetzt auf offener Fläche. Oh Gott. Hallo, stirb doch mal. So, wir müssen hier alles auseinandernehmen, den ganzen Laden hier. Und am besten... Ja. Oh.
Das war nicht gut. Ja, währenddessen wird hier auch noch alles bombardiert. Das müssen wir normal machen eben. Okay, das habe ich jetzt blöd gespeichert. So. Okay, entschuldigt Leute, dass es jetzt hier so blöd läuft. Naja, egal. F6. Ja, F6 ist meine Speichertaste. So. Das machen wir mal anders. Habe ich noch nie so gemacht, aber scheint auch so zu funktionieren. Was ist hier? Hier ist nichts. Da geht es zwar weiter, aber ich guck mal hier. Ich muss ja nicht alle Soldaten töten unbedingt. Das hat mir ja niemand gesagt, ne? So. Hier ist es auch fies. Autsch. Oh, nein, das ist... Oh Mann, jetzt habe ich das schon wieder so beschissen. Ich habe nicht gespeichert. Genau das meinte ich. So, jetzt speichere ich vor dieser Tür nochmal. Eben. Bach! Die bombardieren auch hier alles. Die übertreiben es hier. So. So, jetzt schnell hier runter. Ist mir jetzt egal, ob ich jetzt hier Schaden kassiere oder nicht. Das möchte ich jetzt eben mal fertig haben. Oh fuck. Ah ja, das müssen wir jetzt schnell machen. Auch wenn mir das gerade viel Leben gekostet hat, aber ich möchte das jetzt so schnell wie möglich fertig haben. Falsch, ich bin gerade ein bisschen hektisch. So. Das kann, jetzt ist wieder Ruhe. Oh Gott. Das ist die richtige Röhre. Die anderen Tunnel sind nur irgendwelche Tunnel, um irgendwelche Rohstoffe zu bekommen. So. Hoffe ich zumindest, dass es die richtige Röhre ist. Hm. Ja, das scheint die richtige zu sein. So, gucken wir mal hier, ne? Oh, da ist noch eine Röhre, sehe ich gerade. Aber ich gehe nochmal hier rein. Ich will doch eine Bonusröhre, möchte ich doch noch ganz gerne mitnehmen. So. So, hier gibt's... Ach ne, hier gibt's... Das ist eine Scheißröhre. Ja, toll. Oder gibt's... Geht's hier raus? Nein, ich glaube ja nicht. Gut, dann gehen wir durch diese eine Röhre mit Blut. Das war die richtige. Das hier ist die richtige. Ach, guck mal, wo wir jetzt sind. Ja, nur um dieses Silo aufzumachen, haben wir das alles gerade in Kauf genommen. Was quatschst du da von Mist? Ich habe schlechte Laune wegen dir. Naja, eigentlich nicht, aber... So. Es interessiert keinen, was du da quatscht. So, jetzt sind wir hier. Ja, das ist sehr nett hier. Es ist nervig, sagen wir es mal so. Und wir hören schon wieder so einen Gifttyp zu schießen. Ja. Oh, fuck. Oh. So, tot. Tot. Hey. Jupp, so kann das laufen. Oh. Ja, da aus solchen Türen kommen immer gern Zombies raus. So. Das hier bitte nicht machen, ne? Das wusste ich noch von vorhin einmal. So, aber gerne hier sowas. Oh. Wieso ist hier eine Brechstange? Geht die auch irgendwann kaputt oder wie habe ich das? Oder warum liegt da eine Ersatzbrechstange? Naja, unwichtig. Oh, ich höre doch schon diese Headcrabs. Headcrabs, genau. Ey, was mache ich da so? Also eine schlechte Idee ist es jetzt hier in der Luft zu springen.
Ja, so einfach kann man sich bei einem erfahrenen Aufzug umbringen. Jetzt so, wie man das machen sollte. Die Art. Einfach hier in die Mitte stellen und nichts tun. Tolles Tutorial, wie man mit einem Aufzug fährt. So, ja, Hundis, die kümmern uns gar nicht. Wir fahren hier mit dem Zug. So, hey, geht's hier auch ein bisschen schneller? Gut. So. Ja, die Hunde können wir auch überfahren, also überhaupt gar kein Problem. Die kill ich mal. So. Jetzt wird's lustig. Yep, wir fahren gegen den Prellbock. Und... ja, und sofort raus hier. Wir schwimmen hier gerade in atomarer Suppe. Ey. So. Und du, sei mal... so. Jetzt kommen wir in einen Teil des Spiels, den ich mag. Wieder mit Monstern, aber so Atommist, ne? Ist das, finde ich, lustig hier, so. So, hier geht's lang. Naja, genau. Oh. Hey. Dich kill ich jetzt erstmal. So, du bist tot. Ja, und die schwimmen auch gern hier in dem Atom. In der Atomerbsensuppe. So, die nenne ich jetzt Atomerbsensuppe, weil das so lustig klingt. So. Oh. Wir müssen hier lang. Das weiß ich nämlich noch. Das ist so ein Vorteil, wenn man das nicht blind spielt, sondern wenn man genau weiß, wo man hin muss. Und das ist auch alles noch der Teil, bis jetzt, den ich gespielt habe. Oh ja, hier ist es auch schön. Oh. Wir werden schon bombardiert. Dieser Boden, der ist doof. Man merkt hier schon, ne? Hey, lass mich in Ruhe, du Spinner. Ja, aber das ist nicht die Art, wie man das machen sollte. Man soll... ja, genau. So. Man sollte es genau so machen. Und das hier ist so ein Atom. Das ist einfach nur, um Staub zu machen. So, wir wollen natürlich... ach, ein Biotonnen. Ein Biotonnen-Dingens, ja. So, wir benutzen natürlich einen Aufzug, wo wir auch erstmal voll spektakulär hochklettern müssen. So. Dann schön hier, ne? Man sollte sich übrigens nicht so hinstellen. Das kann böse ausgehen, sondern das geht so. Oh. Der Sound fehlt gerade. Ah ne, jetzt ist er wieder da. Jetzt sind wir gleich an meiner Lieblingsstelle. Jetzt kommen wir gleich mit einer meiner Hassstellen hier im Spiel. Die sehen auch lustig aus. Guck mal, wie putzig die ihre Augen da so haben. Hundis! So einfach geht's. Und dich da hinten auch. So. Ach ja, da hinten. Können wir ja, die Pistole ist wirklich so genau. Okay, das ist auch, wenn man auf Easy spielt, ne? Da hat man so eine Hilfe. Aha. Oh. Catcrabs, hallo. Alles schön kaputt machen. Ach, guck mal, da hinten werden wir auch schon geschossen. So, alles kaputt machen. Da wollen wir, gehen wir nämlich überall noch hin. So, damit uns auch keiner folgen kann. Haha. So. Jetzt kommen wir, oh, jetzt kommt meine größte Hassstelle in diesem ganzen Spiel. Mit einer. Nicht das hier. Aber das, was man jetzt hier hört gleich. Ja. Ich finde die Stelle auch scheiße. So. Was hier gleich passiert, ist unglaublich. Komm, drück den Knopf. Ja. Super schön, ne? Oh Mann.
Ja, das ist so eine Art Zwischenboss, kann man das nennen. Beziehungsweise ist es keine bosshafte Herausforderung. So, mal gucken, was er noch kann. Ja. Hier werde ich, glaube ich, auch erstmal wieder einen Cut machen, weil das sehr fies ist hier. Bist du auch der Meinung, ne? Aber da wir Spaß haben wollen. Oh, das hat ihn also auf jeden Fall erwischt. Hier kriegen wir eh wieder genug Granaten, so. Zum Spartarif. So, ich kann euch mal demonstrieren, was die können. Die tun ganz schön Aua. Am besten ist es, man macht so. Naja, nicht so, aber. Also, es ist ziemlich kompliziert. Wir müssen da rausrennen. Naja, das sehen wir dann auch im nächsten Part. Bye, bye.